Moin und hallo, ihr schaut Marvelomania. Ich bin Marv und wir spielen wieder City Skylines 2. Oh, ich freue mich schon seit ein paar Tagen darauf, jetzt hier endlich weitermachen zu können. Bei mir ist das immer so, ich nehme dann ein Video auf oder auch zwei. Also heute werden es wahrscheinlich zwei werden. Dann habe ich immer so ein paar Tage Pause, so zwei, drei Tage. Und oh, ich habe immer voll Bock, irgendwie an dieser Stadt weiterzuarbeiten. Und zwischendrin versuche ich jetzt mehr oder minder auch noch mal so ein paar kleine Erklärvideos zu machen. Ne? Ich habe jetzt neulich mal ein Video aufgenommen zu meinen Top 5 Mods. Mittlerweile habe ich, glaube ich, sogar 7 Mods installiert. Unter anderem ist da jetzt so eine Mod hinzugekommen. Warte, bevor ich das hier vergesse, machen wir hier erstmal die Ads aus und schalten die Station um. Und zwar, nee, mach das mal weg. Hier, Legacy Flavor ist auch noch ganz geil, weil da könnt ihr auf jeden Fall, also eigentlich sind das halt, also Legacy, das sind halt so aus Teil 1 so ein paar Sachen, die man einstellen konnte. Ihr könnt hier die Tageszeit einstellen. Ihr könnt das natürlich im Fotomodus und so auch machen, aber das finde ich irgendwie ganz geil. Also ihr könnt hier einfach auf Tag schalten, dann ist es Tag, ja. Oder Golden Hour, so, dann haben wir hier schön, die goldene Stunde. Oder einfach auch auf Nacht schalten. Ihr könnt auch das Wetter umschalten. Also ich schalte mal auf Tag, dann und wenn wir es schneiden lassen wollen, können wir es hier schneiden lassen. Wir können es regnen lassen und so. Wir können aber auch sonniges Wetter haben. Und das finde ich ganz gut. Dann kann man da so ein bisschen dran rumfummeln. Man kann auch sagen, hier, also könnt ihr euch ja selber mal durchlesen. Ne? Das soll jetzt auch keine Vorstellung von irgendwelchen Mods sein. Aber man kann Zones-Settings auch haben und so. Aber ich finde, ich nutze das hauptsächlich jetzt mal hierfür, dass ich zum Beispiel Golden Hour zum Beispiel einstelle, weil ich das irgendwie, das ist irgendwie eine schöne schönes Thema. Und ein Fotomodus, da weiß ich jetzt aber gar nicht genau, wie die heißt. Irgendwas mit Fotomode bla. Und da ist es so, da könnt ihr, da bleibt das dann sozusagen, wenn ihr hier im Fotomodus, ich zeige euch jetzt mal, wenn ich die Sättigung rausnehme, ja, und das Ganze schwarz-weiß wird, so, und ich den Fotomodus ausmache, dann bleibt das so. Dann können wir das Spiel in schwarz-weiß spielen, wenn wir das denn wollen. Das finde ich, ehrlich gesagt, können wir hier noch ein bisschen Kontrast reinballern. Sieht an sich auch ganz geil aus, ne? Ich mag Schwarz-Weiß-Bilder auch an sich sehr. Da könnt ihr dann sozusagen hier ein bisschen rumfummeln und euch das Farbschema, sag ich jetzt mal, so einstellen, wie ihr das möchtet. Natürlich überschneidet sich das ein bisschen hiermit, mit Time of the Day. Also hier könnt ihr ja im Grunde genommen auch die Zeit einstellen. Also ihr seht das hier an der Sonne, ne? Also dass ich die Sonne damit jetzt bewege, und wenn ihr sagt, ach guck mal, eigentlich ist das doch hier irgendwie ganz schön, wenn die Sonne ein bisschen höher steht oder so. Was weiß ich, hier. Dann würde das so bleiben. Aber ich mache das jetzt mal aus. Ich will auch hier jetzt ehrlich gesagt noch nicht, na, wir können ein bisschen Kontrast, ein bisschen heller können wir es auch machen. So. Ja, finde ich eigentlich ganz gut. Genau. Aber wie gesagt, da soll es gar nicht drum gehen. Wir wollen hier unten unser Stadtteil zu Ende bauen, und ich beschäftige mich im Moment tatsächlich immer intensiver mit so mit so Geschichten wie baut man am besten dann die Straßen, was gibt es für Straßenhierarchien und so weiter, und ich habe auch vor, in Zukunft da ein paar Videos zu aufzunehmen, und ich muss, glaube ich, sagen, dass ich das vielleicht nochmal neu bauen sollte, bevor ich jetzt die ganzen Zonen setze. Also, was auf jeden Fall wichtig wird, und das wird wahrscheinlich irgendwann so passieren, dass wenn ich hier alles vollgebaut habe, dass ich dann nochmal rübergehe und die Stadtteile nochmal neu gestalte und da nochmal richtig Tabula Rasa mache, einfach weil das mit den Straßen und mit dem Stau dann einfach eine richtig schlimme Geschichte gerade ist. Aber ich weiß nicht, ob ich das jetzt unbedingt noch machen möchte. Ich habe mir nämlich eigentlich vorgenommen, dass wir doch heute schon einen Flughafen bauen. Und kommen wir, ach scheiß drauf, wir machen das. Und ich fände es echt nice, wenn wir hier irgendwo einen internationalen Flughafen hinknallen würden. Wir könnten ja sogar einen zweiten Hafen dahin bauen. Wäre das was? Warte mal, das ist der Passagierhafen. Ja, wobei, ist jetzt auch nicht so wichtig. Ich glaube, aber so ein Flughafen wäre schon cool, ne? Oder? Sag doch mal. Also ich würde den halt hier irgendwo hinsetzen.
Wir können ja mal hier eine Straße bauen. Und zwar. Warte mal, wir machen hier mal einen Kreisel hin. Und dann bauen wir. Ja, das ist jetzt halt nicht das Problem, ne? Eigentlich müsste man wahrscheinlich diese Straßen hier schon ein bisschen erweitern. Ansonsten wird das wahrscheinlich schwierig. Jetzt auch mit Flughafen und so weiter. Aber ich will auch nicht zu viel auf einmal machen. Also, der Flughafen soll auch ein ganz kleines bisschen. Warte mal, wie weit sind wir jetzt hier? Das machen wir nochmal. Wie weit sind wir hier? 184. So, und dann würde ich jetzt gerne diese Straße. Also die würde ich jetzt gerne 180 Grad hier ein bisschen weiterziehen. Und da würde ich jetzt gerne den Flughafen dran setzen. Mal gucken, ob wir das hinkriegen. Weil das ist ja wirklich ein Monstrum. Überlappende Objekte. Ich muss mir das gleich mal angucken, wie der. Uiuiui. Das ist natürlich ein fettes Teil, ne? Ach du Scheiße, da sind ja. Okay, pass auf. Dann machen wir das so. Ich würde dann tatsächlich diese Straße auf jeden Fall schon mal. Wieso kann ich das hier nicht? Doch, geht. Wieso hat er gerade ungültige Form gesagt? Ach, wegen dem Kreisel da irgendwas. Das macht ja nichts. Dann auch hier, dann würde ich die hier auch tatsächlich mal, also zumindest bis dahin erweitern. So, und dann können wir. Wie machen wir das jetzt am geschicktesten? Wir ziehen jetzt hier diese Straße mal. So, und dann bauen wir da jetzt nochmal einen Kreis. Er sagt hier trotzdem ungültige Form. Ja, komisch. Kleinerer Kreisel geht. Ja, ist okay. Dann lassen wir das so. Dann würde ich jetzt diese Straße hier noch weiterziehen. Wieso ist denn das? Hä, wieso steigt denn das so an? Wartet mal ganz kurz. Scheiße, können wir die. Wir können den jetzt auch gerade nirgendwo anders hin tun, glaube ich, ne? Nee, können wir nicht. Wir können den ja auch nicht abreißen. Wir kriegen 3 Millionen zurück. Was kostet der? 4 Millionen. Ja, komm, scheiß drauf. Dann haben wir jetzt 1 Million verschwendet. Da sind wir, glaube ich, noch gut mit dabei. Gleich das Terrain an. So, und jetzt machen wir mal ein bisschen größer. Aber das müsste doch hier ein und dieselbe Höhe sein, oder? Das ist schon ein bisschen merkwürdig. Ha, lass mal diese Straße jetzt mal hier weiterziehen. Da ist doch kein Höhenunterschied, oder bin ich jetzt bekloppt? Nee. Dann ziehen wir die mal ein ganzes Stückchen weiter, damit dass wir den Flughafen da sozusagen dran setzen können. Pass mal auf. So. Und dann bauen wir den nochmal. Das ist halt ein echtes Monstrum, ne? Aber jetzt passt das auch. Und was haben wir hier? Eine kleine.
Gleisverbindung. Es ist ja eigentlich praktisch. Wir könnten. Den kann man ja, glaube ich, nicht weiter ausbauen, ne? Nee. Die Gleisverbindung können wir hier anscheinend noch hinbauen. Da machen wir Zug. Müssen wir erstmal ganz kurz gucken. Aber auch hier geht das ein bisschen. Wie nach oben, ne? Könnten wir eigentlich sagen, bauen wir hier rüber. So, dann hätten wir das, den Flughafen tatsächlich auch schon angebunden. Hier können wir dann wahrscheinlich sagen, nimm mal, also wir können wir einen Tunnel oder eine Brücke oder irgendwie sowas dann bauen. Da gucken wir uns aber dann über kurz oder lang mal an, wie hier der Verkehr so ist. Hat das Ding eine U-Bahn-Anbindung? Das wäre jetzt noch interessant zu wissen. Sieht nicht so aus, ne? Also, lass mal kurz der integrierte, die integrierten Bahnhöfe, Taxistände, Duty Free, bla bla bla. Dann hatten wir doch hier. Also da sind Taxistände, das ist alles Flug. Und hier haben wir Busse, ne? Okay. Dann können wir, aber ich finde, wenn wir hier die U-Bahn haben, ja, das ist schon ehrlich gesagt ziemlich gut. Wir könnten jetzt sagen, okay, pass mal auf, wir bauen hier einen großen Parkplatz noch hin. Da haben wir schon auch einen großen Parkplatz. Aber können wir trotzdem machen. Hier wird ja U-Bahn später angebunden. Und dann können wir auch sagen, jetzt muss ich muss mal ein bisschen gucken, wo das war, hier den Asphaltweg. Da können wir zum Beispiel. Darüber führen irgendwie. Beziehungsweise. Das mal hier angucken. Ja, wobei das geht ja einigermaßen. Ne? Also, wenn wir jetzt den Asphaltweg nehmen, können wir den eigentlich hier auch gerade rüber bauen? Ja, ich glaube schon. Ne? Dann haben wir hier. Zebrastreifen. Und wir könnten vielleicht hier. Die Ampel mal. Warte mal. Wieso geht das hier nicht? Wieso kann ich denn die Ampel hier nicht deaktivieren? Also ich kann zumindest die Zebrastreifen wegmachen. Aber ich kann die Ampel hier nicht wegnehmen. Ja gut, aber Zebrastreifen weg ist auf jeden Fall schon mal eine deutliche Verbesserung, würde ich jetzt mal sagen. Jetzt ist das Ganze ja auch schon angeschlossen. Jetzt brauchen wir aber auf jeden Fall noch Flugverbindungen. Das sollten wir auch als erstes machen. Und zwar Passagierflug. Ich würde jetzt einfach mal sagen. Was ist denn das hier hinten? Achso, das ist einfach nur das Symbol für den. Wir haben natürlich super viele. Super viele Terminals. Also, das ist ja schon echt abgefahren. Jetzt müssen wir mal gucken, ob wir hier irgendwo. Ja, guck mal hier. Nach Klaringdorf. Dieses Autosaven stört mich mal ein bisschen. Ist das jetzt schon fertig? Nee. So, okay. Dann nehmen wir. Von hier aus neue Route erstellen. Dahin. Das ist. Nee. Da hinten haben wir noch. Nach Fahringen. Haben wir noch mehr Flugrouten? Da hinten ist noch eine. Ein bisschen traurig, dass es quasi wirklich nur vier Routen gibt.
Aber ich würde jetzt natürlich auch gerne mal das. Achso, warte mal, wir sind ja hier im Pausenmodus. Ich würde das Ding natürlich super gerne auch irgendwann mal in Aktion sehen. Wir haben aber, glaube ich, auch. Na, wie heißt es? Hier Güterflugrouten. Die könnten wir natürlich auch mal hier rein. Oder geht das? Eine Zufahrt für Fracht. Frachtfahrzeuge. Eine Zufahrt für Frachtfahrzeuge. Müssen wir da noch irgendwo eine Zufahrt bauen? Hier landet auf jeden Fall schon mal das erste Flugzeug. Ich glaube, der internationale Flughafen ist natürlich ein bisschen Overkill hier für unsere kleine Stadt. Aber, ja, warum nicht mal klotzen, ne? Ja. Das kriegen wir ja schon ganz gut hin, denke ich. Ich würde hier jetzt allerdings sagen, wir machen noch ein bisschen Landscaping. Ja. Dass man wirklich sagt, okay, wir müssen das hier mal ein bisschen noch einebnen. Das sieht nämlich irgendwie ziemlich. Warte mal. Wie ging das nochmal? Oh, nee, warte mal, so ging das nicht. Ich glaube, da muss die Pinselgröße ein bisschen runter. Oder die Pinselstärke. Da kann man auch irgendwie so. Nee, wie ging das denn nochmal? Erstellt einen Hang, in dem die Teilnehmer zwischen dem Tanz. Ja, das verstehe ich. Aber man kann das doch irgendwie. Ich glaube, ich bleib mal bei diesem Tool hier. Weil das sieht ja schon ein bisschen doof aus, ne? Oder? Haben wir wenigstens hier so eine einigermaßen. Müssen wir uns gleich mal. Ich meine, auch hier am Rand, das ist natürlich alles ein bisschen. Also, Scheiße. Pass mal auf. Also, jetzt müssen wir mal ganz kurz gucken hier. Nee, Quatsch, da müssen wir das hier nehmen. Ja, ich weiß, dass da die Stadtgrenze ist, aber trotzdem müssen wir hier ein bisschen. Beziehungsweise noch geiler wäre es ja eigentlich, wenn wir sagen, wir nehmen mal, nee, wir nehmen mal das hier, machen den Pinsel noch ein bisschen dünner und versuchen halt, kriegen wir das denn wieder weg hier? Ja, kriegen wir. Also, dass da nicht so ein, also nicht hier so eine komische steile Grenze ist. Weil das ist ja auch wirklich die Stadtgrenze, also hier können wir, nichts mehr hinzukaufen, um das sozusagen auszubauen. Wir machen das einfach mal. Es ist natürlich jetzt auch hier so eine Fummelarbeit irgendwie. Aber dass wir da auf jeden Fall überall Wasser haben. So. Ja, dass wir dann hier irgendwie, also so in etwa habe ich es mir vorgestellt, dass wir das dann hier noch so ein bisschen angleichen. Da können wir aber die Pinselgröße vielleicht auch ein bisschen
größer wieder machen. Ja, das hier hinten sieht natürlich noch ganz, ganz schwierig aus. Und hier ist halt einfach komplett der Wasserfall am Start. Ach du Scheiße. Ich kann das auch nicht. Ich kann dem auch nicht sagen, nimm mal die Höhe. Anscheinend. Ja, aber zumindest das hier kriegen wir ja auf jeden Fall noch irgendwie weg. Aber hier schwierig, 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 schwierig. Ist natürlich so ein kleiner, so ein kleiner Schandfleck hier. Und wir, ich will ja nicht sagen, das ist ja auch nicht der einzige, ne? Also wir haben ja schon noch so einige Baustellen hier irgendwie. Ja, da darf man jetzt nicht so ganz genau hingucken, ne? Ja, aber an sich ist das doch irgendwie schon mal ganz schön. Ich weiß noch nicht, was ich mit dieser Straße hier hinten mache. Ob ich da jetzt sage, wir bauen da jetzt mal noch an diesen... Ja, wir könnten, ehrlicherweise können wir... Also wenn wir jetzt... Wir könnten das so irgendwie anschließen. Da hätte ich irgendwie Bock drauf. Ja. Jetzt ist halt so das Ding, der Flughafen für sich, der ist so ein bisschen, ja, ich weiß auch nicht, also da fehlt so ein bisschen, ja, Leben. Wir können auf jeden Fall mal hier sagen, okay, wir bepflanzen das hier alles nochmal ein bisschen mehr mit Bäumen. Auch hier um den Flughafen rum fände ich's. Ja, das ist irgendwie doof, dass der dann, ach so, ich kann da, das gehört zum Flughafen, da kann ich gar nicht reinbauen. Weil das ist halt auch so eine Fläche, wo ich sagen würde, ja, wäre schon geil, wenn da irgendwie noch ein bisschen was grüner wäre, ne? Ich kann mal hier noch ein bisschen weitermachen. So. Und dann kommt das ja über die Jahre, wächst das ja dann alles. Gut. Wir haben aber jetzt hier Fluglinien, Ticketpreise. 18 Passagiere, da ist natürlich nichts. Gut. Jetzt haben wir einen internationalen Flughafen. Ja. Wir können. Wie viel, also viel Verkehr wird das ja jetzt noch nicht auslösen. Das ist auch klar. Hier haben wir ja die eine Linie. Ich finde, wir könnten jetzt dieses. Also dieses Gebiet hier jetzt ein bisschen weiter bauen. Nee, das wollte ich eigentlich nicht. Das nehmen wir mal ganz kurz wieder zurück. Ich wollte schon eine Kurve hier bauen. So irgendwie. Und dass wir dann vielleicht hier so das hier oben anschließen, wäre vielleicht cool. Ja. Genau. Und dann ist die Frage, haben wir noch Sehenswürdigkeiten, die wir eventuell noch irgendwo aufstellen können. Wir haben hier noch ein paar Wahrzeichen. Wir haben hier noch den Botanischen Garten. Warte mal, wie komme ich hier wieder weg? Genau. Den Botanischen Garten. Sollen wir den hier irgendwo dran bauen? Also ich überlege gerade, oder ob ich den halt hier so irgendwie so reinbaue, ne? Und dann bauen wir da also wirklich hier so eine ganz einfache Gasse drum. Machen wir nochmal 24 Meter.
So, und dann machen wir von hier aus auch nochmal 24 Meter und bauen das dann. Ja, das sieht an sich erstmal. Also klar, können wir hier noch ein bisschen terraformen. Moment. Dass wir zum Beispiel die Pinselstärke können wir ein bisschen runtersetzen. Genau, und dass man dann hier das wieder so ein bisschen wegnimmt. So finde ich es eigentlich, wenn man da so kleine Absätze drin hat, finde ich eigentlich gar nicht so schlecht. Ja, das sieht auf jeden Fall ganz hübsch aus. Was ich jetzt hier gerne noch probieren würde, wäre, nehmen wir mal Fichten. Wir können auch Eichen nehmen. Und dann probieren wir dieses Line-Tool mal nochmal aus. Ja, da machen wir Spacing, können wir ruhig ein bisschen runter machen. Ja. Ist vielleicht dann doch auch der falsche Baum und ein bisschen zu wenig Abstand für so Eichenbäume. Aber das sieht, also es kommt auf jeden Fall schon besser so. Das kann man ja, das kann man sicherlich so schon mal sagen. Muss man halt also doch viel Zeit aufwenden, ne? Also wenn man jetzt so die anderen kleinen Bäumchen und so halt wegnehmen möchte, da ist schon ein bisschen was zu tun. Aber das können wir erstmal so lassen. Und jetzt würde ich vorschlagen, also wo können wir denn noch, also hier ist noch so eine Straße, von der wissen wir jetzt irgendwie noch nicht so richtig, was wir mit der anfangen sollen. Bauen wir hier unten irgendwo noch was? Naja, das ist alles Autobahn, ne? Dann würde ich sagen, machen wir Kurven. Schrecklich. Sieht schrecklich aus. Die ist ein kleines bisschen besser. Hier drin haben wir ja auch noch relativ. Da mal so durchgehen und im Grunde genommen hier auch noch mal so kleine Ärmchen reinmalen. Und dann können wir von hier auf jeden Fall noch mit einer Kurve durch. Ja. Und auch hier würde ich sagen, machen wir wieder so ein paar. Das ist schon mal ganz schön. Und dann können wir hier so ein paar Verbindungen noch reinmachen. Und dann schauen wir uns das später mal an, wenn das sozusagen auch wirklich ja, bewohnt ist. So stelle ich mir das vor. Also ich meine, vielleicht kann man die noch ein bisschen verbinden. Ja, das gefällt mir eigentlich schon ganz gut.
Ja. Ich weiß halt noch nicht, wie ich das mit dem Zoning mache. Da bin ich mir noch ein bisschen unschlüssig. Also, Moment, jetzt müssen wir hier auch mal. Vielleicht können wir ja auch schon die U-Bahn bauen. Das wäre vielleicht eine gute Sache. Ja, das machen wir jetzt auch erstmal. Oder machen wir das. Nee, komm, das machen wir jetzt schon mit den U-Bahn. Wir bauen jetzt hier U-Bahn-Gleise. So, jetzt hoffe ich, dass ich das einigermaßen hier verbunden bekomme. Ich glaube, das passt, ne? Beziehungsweise, nee, wir machen erstmal die Station. Also, wir haben hier eine U-Bahn-Station, Bahnhof. Hier gibt es auch. Gibt es hier auch Busse? Taxistand, U-Bahn-Schnittstelle? Nee, aber wir können auf jeden Fall hier Busse dranbauen und wir haben ja hier auch Busse. So, jetzt brauchen wir. Ich muss mir hier nach dem U-Bahn-Netz mal kurz ein bisschen umgucken. Also wir wollen, dass die hier so lang fährt und dann kann die eigentlich irgendwo hier kann eine Haltestelle hin. Ja, so. Dann würde ich sagen. Hier. Das können die Leute doch laufen dahin, oder? Ja. Ah, ne, warte mal, die nehmen wir kurz nochmal zurück. Ja. Und zwar würde ich es dann doch eher hier hinbauen. Ja, weil dann haben wir genug Platz für eine vernünftige Kurve. Und dann können wir hier eine hinbauen. Ja, zack, zack, so. Und dann meinetwegen hier hin. Ja, dann sind wir eigentlich auch schon wieder da. Also das klingt für mich jetzt nach einem Plan. Jetzt lass uns das mal ausprobieren, dass wir hier die. So, dann. Ja. So, dann. Ja. So, jetzt müssen wir halt hier mit der Kurve ein bisschen gucken, wie wir das machen. Ja, das sieht aber eigentlich ganz gut aus. Ne, warte mal, die muss gar nicht so. So, und dann machen wir. So rüber. Und dann machen wir. So, jetzt ist das alles verbunden. Jetzt können wir da eine Route machen. Und zwar fangen wir hier an. Darüber. Darüber. Jetzt ist wieder automatisches Speichern, dann ruckelt das Spiel immer wie verrückt. So. Nee, halt, da müssen wir hin, ne? Genau. Route fertigstellen. So, und jetzt machen wir eine andere Route. Die machen wir mal rot. Und die geht wieder in die entgegengesetzte Richtung. Das wird ja relativ High Density hier werden. Also das kann man schon mal sagen. Hier am Flughafen und alles. So, das ist schon mal sehr gut. Damit können wir jetzt auch arbeiten. Wir brauchen jetzt allerdings noch eine Verbindung zu unserem U-Bahn-Hub. Wo hatten wir denn das nochmal gebaut? Das ist das U-Bahn-Depot. 13 von 15. Hier haben, also wir haben noch Platz für verschiedene, also für einige U-Bahnen. So, jetzt müssen wir aber
das Ganze irgendwie hier an das Netz anbinden. Lass mal kurz, wir machen das hier mal alles aus. Wir machen nur U-Bahn, Zughaltestellen, alles weg. So, dann Transportlinien weg, Straße können wir da lassen, Bahngleise weg, U-Bahngleise. Also, das ist alles, was ich sehen will. Ich meine nämlich auch, dass das hier sozusagen so eine Art Service-Linie ist, die wir dann... wo geht denn die lang? Guck mal, bis hier hinten, bis hier. Und ich glaube, da können wir es dann wahrscheinlich anschließen, ne? Dass wir einfach sagen... also, dass wir sozusagen hier weiterbauen. Nee, warte mal, können wir das einfach ganz straight hier anschließen? Dann ist nur die Frage, also wenn die so rumfahren, können die da abfahren, aber hier müssen wir auch irgendwie noch so ein... Ja, wie so ungültige Form, bleibt mal locker. So. So. Hier sieht man dann die U-Bahn auch da reinfahren. Ja, warum nicht, ne? Also das würde ich mir tatsächlich gern mal anschauen, wenn wir jetzt hier sagen Transport, dann sagen wir... Nee, da wollte ich gar nicht rein. Ich wollte hier eigentlich in dieses Transportding rein. Ich muss da immer noch suchen. Das nervt ein bisschen. So, dann haben wir U-Bahn. Und das müssten ja die letzten U-Bahn hier sein. Erstmal wollte ich in die Liniendetails reingucken. So, dann wollte ich die Ticketpreise runter machen. Ja. U-Bahn-Linie 11. Und das gucken wir uns gleich dann auch in Ruhe an. Aber die 12 gehen wir auch noch kurz. Machen die Ticketpreise auch nochmal günstiger. So. Das würde ich mir jetzt ganz gerne angucken. Die fährt jetzt hier aus dem U-Bahn-Depot raus. Ja, das lassen wir jetzt mal einen kurzen Moment laufen. Ja, Leute, wir sind angekommen. Das hat ewig gedauert, bis die Bahn jetzt da war. Da mache ich mal, glaube ich, mal eine kleine Timelapse raus. Aber ja, es funktioniert, ne? Also das ist jetzt die sozusagen hier gegen den Uhrzeigersinn fährt und die andere fährt dann sozusagen so rum. Jetzt haben wir hier eigentlich ein ungenutztes Wohngebiet, das wir jetzt auf jeden Fall mal so ein bisschen zonen sollten. Ich fände es ganz geil. Ja, also das hier werden Wohngebiete auf jeden Fall. Also hier und hier. Das können wir eigentlich auch schon mal kurz ausbauen. Ich würde gerne, also ein bisschen, also die hier könnten wir zum Beispiel hier an diese Straßen bauen, ne? Dass wir sagen, okay, hier ist eigentlich genug Platz für sowas. So, da wird auch direkt schon losgebaut. Genauso würde ich das dann hier auch machen. Bin mal gespannt, wie das dann mit den Brücken später aussieht. Ich würde aber auch gerne hier Bürogebäude hinsetzen. Und hier dann... Ja, das ist halt die Frage, ne? Ob man hier hohe Dichte reinknallt oder ob man sagt, hier machen wir auch... Ja, komm, guck mal, hier können wir zum Beispiel sagen, hier machen wir ein bisschen geringe Dichte. Ich ziehe jetzt auch so einzelne Kästchen hier mal auf. Einfach, weil ich gerne möchte. So, die sind eher an dieser Straße drin, ne? Genau, dass die Wohnhäuser hier unterschiedlich groß werden. Ja, das können wir uns dann später mal angucken.
So, auch diesen Arm würde ich dafür tatsächlich noch verwenden wollen. So, hier können wir mal ganz lang ziehen. So. Was wir auf jeden Fall machen müssen, das darf ich nicht vergessen, ist halt, an Schule denken, ne? So, was hat er da für ein Problem? Hier ist auch so, ist auch sogar die Schulstraße hier. Lasst uns mal ganz kurz gucken, dass wir hier, wir brauchen auf jeden Fall eine Grundschule. Also das ist safe so. Irgendwie geil, wenn die an der Schulstraße wäre. Die erweitern wir auch gleich. Also die Kapazität wird auf gar keinen Fall ausreichen. Das kann ich jetzt schon mal sagen. Schön mit Spielplatz hier noch dran. Und dann werden wir auf jeden Fall auch noch schauen. Wieso sagt ihr denn hier keine Straßenverbindung? Ey, bleib mal ruhig. Wieso baut ihr denn das Haus so rum? Baut doch einfach da rum. Wieso was wäre ich fischig? Okay, aber daran liegt es auch nicht, oder? Dann bleibt das auch so. Genau, wir müssen auf jeden Fall dann hier auch mal gucken. Wir haben zum Beispiel relativ wenig höhere Schulen. Also wir haben, die könnten wir auch hier irgendwo noch hinsetzen. Ne? Das nimmt halt leider sehr, 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 sehr viel Platz weg. Aber hilft ja nichts. Wir brauchen das. Ne? Und dann würde ich das tatsächlich vielleicht... Schade, da passt sie nicht hin. Das fände ich irgendwie ganz geil. Aber dann bauen wir sie hier hin. So. Ja, das sieht doch ganz gut aus. Wie sieht denn das mit den anderen aus? Hier haben wir, also College haben wir auch noch Bedarf. Also was heißt Bedarf? Also es sind halt sehr viele zugangsberechtigt, aber es gehen halt wenig Leute hin. Ne? Aber im Grunde genommen könnten wir das hier auch noch dran bauen. Und dann haben wir hier so ein bisschen unser Schulsystem. Was ich noch gerne bauen würde, wäre hier dieses Parlamentsgebäude. Eieiei, das ist aber groß, ne? Nee. Vielleicht können wir hier irgendwo noch... Mal gucken, wie das aussieht. Kann man das hier so dran bauen oder was? Ach ja, das ist doch eigentlich ganz hübsch. Was ich, hier sind die Büros schon entstanden. Was ich gerne in diesem Stadtteil auch noch machen würde, also wir müssen auf jeden Fall gucken nach Krankenhaus. Im Grunde genommen sind die ja gut versorgt, aber wir müssen das schon ein bisschen näher dran bauen. Also erstmal, wir brauchen ein Krematorium. So. Nee, Krematorium, so. Das, finde ich, kann man hier irgendwie hinbauen. Das ist so ein, kann so ein bisschen unsere Service-Achse werden. Bildung sind wir jetzt gut dabei. Feuerwehr an sich auch, würde ich jetzt mal behaupten. Also da müssen wir nicht unbedingt noch eine Feuerwache bauen. Das können wir mal so ein bisschen beobachten, wie sich das jetzt hier verhält. Aber ich würde sagen, eher nicht. Was wir aber brauchen, ist sicherlich ein Krankenhaus. Einfach, weil es dann... Schade, das passt da nicht hin wegen dem. Oder reicht eine Klinik? Ja, das weiß ich jetzt auch nicht. Ne, hier können wir doch... Also das ist doch eine geile Stelle für ein Krankenhaus, oder? Ja. Hier geht es schon los mit dem Stau. Da können wir aber tatsächlich mal gucken, ob wir da nicht vielleicht die Ampeln rauskriegen können. Und die Zebrastreifen bitte rausnehmen. Das macht ja so gar keinen Sinn. Ja. Fahren jetzt schon einige, ne? Auch hier müssen wir dann mit den Ampeln, also Zebrastreifen hier weg. So, und Ampeln natürlich auch weg. Und dann gucken wir mal, wie sich das jetzt hier so verhält. Ich glaube, das wird ein cooler Stadtteil. Also, habe ich ja eigentlich schon irgendwelche Sachen eingestellt? Ja, habe ich schon, ne? Also, dass die Parkgebühr am Straßenrand, die können wir ruhig noch ein bisschen erhöhen. Ich glaube, das wird ganz, ganz witzig.
So ganz generell würde ich jetzt sagen, kann man hier auch noch gut Büros hinbauen. Ne? Das würde ich auch mal machen, dass wir sagen, eigentlich das komplette Ding hier. Ne, das hier nehmen wir wieder weg. Da kommt dann Gewerbe hin. Und hier könnten wir auf jeden Fall vielleicht auch noch ein paar Wohnhäuser hinbauen mit hoher Dichte. Ja, müssen wir uns dann mal anschauen, wie das später dann aussieht und wirkt. Darauf haben wir auf jeden Fall im Moment wirklich an allem. Wie war das eigentlich mit den Steuern? Die habe ich wieder... Ja. Okay. Also es wird auf jeden Fall viel gebaut. Wie sieht es denn aus hier in der Grundschule? 3 Schüler sind in unserer neuen Grundschule schon drin. Der Wahnsinn. Ja, wir können hier sagen... Also, ja, oder? Was wir nicht vernachlässigen dürfen, sind halt auch also Naherholung, Parks und so Zeugs. Das fände ich schon auch wichtig. Parkabdeckung. Ja gut, wir haben ja natürlich super viele Sehenswürdigkeiten. Da brauchen wir an sich gar nicht mehr so viele Parks. Das ist auch irgendwie richtig. Vielleicht kriegen wir hier noch irgendwo so einen irgendwo einen Fußballplatz noch hin. Hier so direkt gegenüber vom Flughafen oder was? Freibad. Also ein Freibad fände ich noch geil. Das könnte man irgendwo hier hinsetzen. Ja, ne? Oder warte mal, wo ist denn die U-Bahn? Da ist die U-Bahn. Guck mal, können wir gegenüber von der U-Bahn doch ein Freibad hinstellen? Das finde ich irgendwie ganz lässig. Genau. Und was ich noch machen möchte, und dann sind wir auch schon wieder so ewig drauf, aber dann sind wir auch durch für diese Folge. Ich werde in der nächsten Folge das auf jeden Fall noch weiterbauen, aber ich möchte hier so diese Straßen irgendwie miteinander verbinden, also dass da sozusagen Fußwege entstehen. Das fände ich irgendwie ganz geil, dass man das hier also so durchzieht, ne? Genau. Und die sollen natürlich auch irgendwie zu Fuß dann Zugang zu so etwas, also zu diesem Gebiet hier zum Beispiel haben. Und die sollen dann auch, ich weiß nicht, irgendwo... Kann ich denn da nicht drunter durchbauen? So, dass man alles so ein bisschen für Fußgänger halt auch irgendwie vernünftig erreichbar macht. Das fände ich noch ganz geil. Ja, da muss ja nicht unbedingt noch ein Zebrastreifen. Wieso macht denn der dann da einen Zebrastreifen? Das finde ich irgendwie scheiße. Warte mal. Das kriegen wir aber... Achso, nee, da soll ja ein. Da kann auch einer bleiben. Also das alles nochmal durchzugehen später mit den Zebrastreifen, das wird spannend. Genau, wo müssen wir denn noch hin? Also zum Beispiel aus dem Wohngebiet hier. Wäre es ja irgendwie auch ganz nett, wenn man... Aber wir könnten hier vielleicht hier... das so bauen. Und dann könnten wir vielleicht diese Straße... Warte mal. Also noch ein ganz kleines Stückchen weiter bauen. So. Genau. Dann kommen die auf jeden Fall auch zu dem Reibad hin. Und was ich auch gut fände, ist, wenn man irgendwie hier aus dem Wohngebiet, also vielleicht... reinkommt, dann kann man hier an der Straße zack, zack und kommt dann hier zu dem Schloss oder zu der Burg. Genauso würde ich gerne hier
auch noch einen einen Weg hinsetzen. Hier sind ja genügend Zebrastreifen. Also die Leute kommen schon von A nach B. Hier kann man auf jeden Fall noch eins durchziehen. Genau. Ja, das ist so ein bisschen sinnfrei. Vielleicht zonen wir auch erstmal noch ein bisschen, um uns das dann später nochmal besser angucken zu können. Das macht wahrscheinlich auch Sinn, ne? Ja, aber das machen wir in der nächsten Folge. Also das Zoning hier ein bisschen verfeinern und ein bisschen gucken, wie sich das alles so entwickelt. Das gefällt mir auf jeden Fall schon mal sehr, sehr gut. Ich möchte gerne nochmal das Ganze hier in... Ach, ich hatte das mit dem Fotomodus dann umgeschaltet, ne? Ja, habe ich es jetzt auf Night gestellt, oder? So, hier, Golden Hour. Stark. Ja, doch, das wird auf jeden Fall. Ich habe auf jeden Fall ultra Bock drauf, später dann auch, dass diese ganzen Stadtteile irgendwie miteinander verschmelzen. Und vor allen Dingen, also sag das schon seit 100 Folgen gefühlt, aber ich habe auch irgendwie Bock drauf, das mit den Straßen nochmal in den Griff zu bekommen. Also das ist auf jeden Fall klar. Aber ja, das ist halt, also da brauche ich halt echt viel Zeit für und da muss ich mich noch ein bisschen reinarbeiten. Aber so ganz insgesamt, finde ich, ist das schon echt eine schöne Stadt geworden. Muss ich sagen. Also gefällt mir gut. Ich danke euch auch wieder fürs Zuschauen und Zuhören und würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge bei City Skylines 2. Haut rein, tschüss.